Guten Tag, liebe Schülerinnen und liebe Schüler. Unser heutiges Thema ist drei Frauen und ihr Beruf. Dobar den, drage učenički i dragi učenici. Naš današnji tema je tri žene i njihova profesija. Unsere erste Aufgabe ist Übung 8a auf Seite 113 im Kursbuch Delfin. Naša prva zadaća je vežba 8a na stranici 113 u učebniku Delfin. Hier habe ich ein paar unbekannte Wörter und Ausdrücke für euch aufgeschrieben. Ovde napišem neke nepoznate zborove i izraze. Sich über etwas akustiv beklagen, se žali za nešto. Ovde na mesto na etwas treba da stoji neka imenka koja što će biti vo akuzativ. Dann die Stelle wechseln, mein überarbeitetes Mesto, der Geschäftsführer, Upravitel, die Meisterprüfung, Meisterski Ispit, sich über etwas akustiv aufregen, se luti za nešto, dummes Zeug reden, zborove gluposti, frei haben, ima slobodan den, der Lehrling, Chirak Pripravnik, das Trinkgeld, Bakshish. Hier haben wir drei Interviews und wir hören erstmal die Interviews und dann müsst ihr die Sätze in Übung 8a verbinden. Și ovde imamo tri intervjua. Prvo ги слушаме интервјуата, па потоа вие треба да ги поврзите речениците од табелата со оние во вежбата, односно да ги дополните. Интервју номер 1. An diesem Interview nehmen folgende Personen teil: Interviewer und Helga Schneider. Informationen über Frau Schneider, 27 Jahre alt, Kellnerin von Beruf. Во интервју број 1 учествуваат анкетарот и Хелга Шнајдер. Некои информации за господин Шнајдер, таа е 27 години и е келнерка по професија. Па, ајде да го слушаме првото интервју. Лекцион 11. Übung 8. Drei Frauen und ihr Beruf. Интервју номер 1. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ich habe gesehen, dass Sie eben aus dem Restaurant gekommen sind. Arbeiten Sie da? Warum wollen Sie das wissen? Entschuldigung, das habe ich Ihnen ja gar nicht gesagt. Ich mache Interviews mit Frauen über Ihren Beruf. Darf ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen stellen? Na gut, bitte. Also, arbeiten Sie in dem Restaurant? Ja, ich bin dort Kellnerin. Und wie gefällt Ihnen Ihre Arbeit? Sind Sie zufrieden? Naja, also, was soll ich sagen? Also, so ganz zufrieden bin ich nicht. Im Moment muss ich zum Beispiel oft in der Küche mithelfen. Dazu habe ich gar keine Lust, aber ich muss. Die Arbeiten in der Küche interessieren mich nicht. Ich koche nicht gern, auch zu Hause nicht. Aber Sie sind doch Kellnerin. Warum müssen Sie denn in der Küche arbeiten? Das muss ich immer, wenn dort jemand krank ist. Ach, es sind einfach zu wenig Leute für die Küche da. Ich ärgere mich immer darüber. Aber am liebsten möchte ich sowieso die Stelle wechseln. Vor allem deshalb, weil mir der Geschäftsführer auf die Nerven geht. Wieso? Was macht er denn? Na, er lässt mich nicht in Ruhe, wissen Sie? Eigentlich ist er ganz nett, aber er interessiert sich zu sehr für mich. Er will mich immer einladen. Das mag ich nicht. Ich bin doch verheiratet. Außerdem bin ich auch so nicht zufrieden. Ich verdiene viel zu wenig. Es gibt kaum noch Trinkgeld. Die Gäste geben immer weniger Trinkgeld. Eigentlich haben sie mir versprochen, dass ich mehr Geld bekomme. Aber ich warte schon seit einem Jahr darauf. Ich möchte endlich mehr Gehalt haben. Tja, das ist immer ein Problem, das Geld. Ja.
Es ist ja auch alles so teuer. Ach, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ist es schon 5 Uhr? Ich warte auf meinen Mann, wissen Sie. Mein Mann will mich hier mit dem Auto abholen. Es ist 5:10. Sicher kommt Ihr Mann gleich. Holt Ihr Mann Sie eigentlich immer von der Arbeit ab? Nein, meistens nehme ich den Bus. Ich habe nämlich noch keinen Führerschein. Aber demnächst kann ich auch mit dem Auto fahren. In 4 Wochen, da mache ich nämlich die Führerscheinprüfung. Darauf bereite ich mich gerade vor. Na dann, viel Glück. Und vielen Dank für das Interview.